Moin Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Xperia. Heute werden wir in den Nether gehen. Hierzu müssen wir als erstes Obsidian abbauen. Hierzu brauchen wir einfach die Diaspitzhacke. Vorhin hatte ich schon einmal versucht aufzunehmen, allerdings hat die Aufnahme nicht funktioniert. Deswegen haben wir die Diaspitzhacke schon. Das tut mir jetzt leid, aber die Aufnahme ging irgendwie nicht. Ich weiß nicht wieso. Aber dann haben wir die jetzt halt schon. Ist ja nur eine Diaspitzhacke. Hat sich ja jeder schon mal irgendwann gemacht. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt jetzt mal runter in die Mine und bauen das Obsidian ab. Feuerzeug bin ich mir nicht sicher, ob ich habe. Aber ich glaube, ich habe mir irgendwann mal eins gemacht. Aber ich schaue lieber nochmal nach. Weil Feuerstein braucht man und Eisen. Das sollten wir haben. Ich habe auch schon mal einen Wassereimer dabei, zum Obsidian machen. Da ist noch Eisen auf jeden Fall, können wir auch mal mitnehmen. Okay, hier ist schon genug Obsidian. Wir brauchen keins mehr extra. Ich würde sagen, ich mache hier oben dann mal zu, falls es geht. Okay, ich kann da irgendwie gerade keinen Block platzieren. Okay, das ist komisch. Ich will doch jetzt einfach hier nur hoch. Okay, dann mach ich es halt so. Komisch, dass das jetzt hier so aufwendig ist. Zack. So, gleich ist zu. Aber komisch, dass es hier so schlecht geht. So, jetzt müsste das Wasser weg sein. Wir wollen ja natürlich nicht, dass unsere Obsidianblöcke wegtreiben, einfach in die Lava rein. Das wäre ja ziemlich blöd. Block 1. Es dauert auf jeden Fall ziemlich lange abzubauen. Aber es ist ja klar. Hui. Es dauert ja echt ewig. Fortschritt Eisbucket Challenge. Okay. Und neue Rezepte verfügbar. Ja stimmt, den Enchanting Table können wir ja machen. Ich habe mal ausgerechnet, ich glaube wir brauchen 14 Obsidian. Dürfen wir uns halt bloß nicht verbauen. Weil es dauert sonst echt ewig. Schreibt außerdem gerne mal weitere Ideen rein, was wir in Minecraft Giga noch so bauen sollen. Und wenn ihr Glück habt, kommt's dann auch. Seid einfach gespannt. So, vierter Block, kurz was essen. Und weiter geht's. Okay, wie machen wir es denn dann? Ich würde sagen, wir gießen hier nochmal unser eigenes Obsidian. So. Erstmal eine Fackel hin, um sie ein bisschen zu beleuchten. Aber jetzt muss es doch was werden. Nein! Das kann nicht sein. Hier nochmal, hier muss es doch jetzt stimmen. Also das kann ja echt nicht sein. Ja, es geht. Hier bauen wir jetzt erstmal weiter. So, jetzt haben wir unsere 14 Obsidian. Mir ist allerdings gerade aufgefallen, wir brauchen gar keine 14, sondern nur 10, weil die Ecken kann man ja weglassen. Die habe ich einfach mitgerechnet. Egal, jetzt haben wir so viele. Kann auch nicht schaden. Dann gehen wir mal hoch. Ich würde sagen, wir bauen das nämlich oben. Ich hoffe, wir haben ein Feuerzeug, sonst müssen wir halt jetzt gerade noch schnell eins craften. Aber es ist ja kein Problem, weil ich meine, wir haben Eisen. Und wir haben sicher auch einen Feuerstein. Da würde ich drauf wetten.
So, ein Eisenschwert haben wir jetzt halt auch schon. Brauchen wir auch für den Nether, würde ich sagen. Ein paar Blöcke, dann nehme ich noch ein paar mehr mit als die 19 Erde. Und dann noch das kleine Essen hier, beziehungsweise halt das Brot. So, wir haben kein Feuerzeug und keinen Feuerstein? Nee, oder? Das kann doch nicht sein. Egal, gut. Andesit haben wir hier. Haben wir auch irgendwo Gravel? Also Kies? Wir haben nicht mal Kies. Gut, dann gehe ich kurz runter und suche mal ein bisschen Kies, weil ohne Feuerstein kein Feuerzeug und ohne Feuerzeug kein Portal. So, mal gucken, ob hier irgendwo Kies kommt. Sonst hatte ich nämlich in Höhlen immer ziemlich viel Kies. Nur jetzt irgendwie gerade gar nicht. Das ist irgendwie komisch. Egal, nicht so schlimm. So, ist hier irgendwo? Hier ist bis jetzt immer nur Stein, Andesit und so. Ich will doch nur ein bisschen Kies. Und daraus halt ein Feuerstein. Ist doch jetzt echt nicht zu viel verlangt. Ach Mann. Warte, da oben ist ein Skelett. Okay, da geht's weiter, da müssen wir irgendwann auch mal hin. Ich glaube, ich habe Kies gesehen. Bin mir aber nicht sicher. Ist das da hinten Kies? Okay, ich schau einfach mal. So, hier einen kleinen sichereren Weg bauen. Und es ist kein Kies. Ja, moin. Als ob hier nirgends Kies ist. Ich war mir ganz sicher, wir hatten Kies. Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Irgendwo muss hier doch Kies sein. Komm, Kies ist jetzt echt nicht selten. Kies ist doch überall voll häufig. Ich glaube, wir haben Kies. Juhu! Wir haben Kies gefunden. So, jetzt müssen wir halt nur noch, wie gesagt, Feuerstein daraus kriegen. Aber das dürfte kein Problem sein. Wir haben den ersten Feuerstein. Können wir auch uns auch direkt ein Feuerzeug machen. Einfach schnell wieder hoch. Feuerzeug und das Portal machen. Gut. Ich muss allerdings auch kurz wieder was essen, sonst kann ich nicht regenerieren, falls ich Schaden bekomme. Jetzt einfach wieder nach oben. So. So, zack, zack, zack. Ich glaube, hier wäre sogar Kies. Ja, auf dem Weg war sogar einfach Kies. Egal. Jetzt haben wir ja genug. Beziehungsweise, wir haben jetzt unseren Feuerstein, den wir wollten. Also passt alles. Perfekt. Also Ausrüstung, wie gesagt, immer noch Brot. Müssen wir uns noch Blöcke holen. Fackeln ein paar. Ein Wassereimer. Ein Eisenschwert. Und ich würde sagen, das reicht auch. Bogen wäre vielleicht gut, um ein paar Blazes abzuschießen. Aber das können wir sicher auch noch später machen. Zack. Ist es Nacht? Ja, ist Nacht. Gut, dann schlafen wir erstmal schnell. Und danach machen wir uns unser Feuerzeug. Ich würde das Portal nämlich ehrlich draußen bauen. So, ich klicke gerade immer aufs Falsche. So, Feuerzeug ist am Start. So, noch kurz sortieren. Dann das Zeug hier wieder rein, das wir nicht brauchen. Wollen wir Kies mitnehmen als Baumaterial? Nee, oder? Oder wobei, wir haben, glaube ich, nichts wirklich anderes gerade. Na, okay. So. Dann fangen wir mal an mit unserem Portal. Wo machen wir es hin? Ich würde sagen, hier. Zack, zack. So. Ich glaube, wir bauen die schönere Variante. So. Jetzt bauen wir uns hier kurz mit ein paar Hilfsblöcken hoch. Zack, zack. Zack, 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 so. Jetzt nur noch anzünden und dann geht es ab in den Nether. Zack. Boom. Feuerzeug tun wir noch zurück. Brauchen wir dort nicht. Die Dierspitzhacke würde ich auch nicht mitnehmen. Nein! Nein, oder? Egal, das reparieren wir später irgendwann. Oh, nee, das Spiel pausieren wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Wir sind im Nether. Nether, 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 Nether. Oh, wir hätten eine Spitzhacke doch gebrauchen können. Für den Glowstone hier. Aber egal. Jetzt müssen wir eine Festung finden. Irgendwie sieht es hier genauso aus, der Nether, wie in einem Nether, in dem ich schon mal irgendwann war. Allerdings nicht in der Java Edition. So, hier unten ist keine Festung. Mal gucken. Glowstone können wir dann auch irgendwann mal mitnehmen. So, nicht runterfallen. Nee, da unten ist auch nichts. Und Seelensand, damit können wir uns mal einen Aufzug bauen. Also, eine Festung sehe ich hier jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht. Nee, hier scheint es auch nicht lang zu gehen. Dann können wir noch hier hinten gucken. Und hier scheint auch nichts zu sein, so auf den ersten Blick. Wobei, vielleicht hier oben drin. Und nope. Definitiv keine Festung. Wenn wir jetzt nicht direkt eine finden, suchen wir einfach in einem der nächsten Teile welche, beziehungsweise eine Festung. Und dann wird es sicher klappen, wenn wir genug Zeit haben dafür. Okay, ich dachte gerade, da geht es vielleicht runter, aber tut's nicht. Deswegen habe ich auch kurz gesneakt. Oh, Hilfe. Aber nee, sieht's auch nicht nach Festung aus. Okay. Dann würde ich, glaube ich, fast sagen, gehen wir wieder zurück in unsere Welt. Aber wir haben es im Nether geschafft. Also, ziemlich gut. Diesen Magma-Block, den würde ich ja eigentlich gern killen. Oder Magma-Würfel, ich weiß nicht genau, wie die heißen. Nur, eigentlich ist es, glaube ich, keine gute Idee, weil daraus entstehen ziemlich viele kleine. So, ich habe jetzt auch Angst, dass ich aus Versehen einen Zombie-Pigman schlage. Oh, der Kleine, der da einfach dazwischen gerannt ist. Das hätte jetzt ordentlich schief gehen können. Weil hätten wir einen geschlagen, wären alle auf uns los. Und dann hätten wir ein riesiges Problem. Ein wirklich riesiges. So, dann gehen wir wieder mal schnell zurück in die Overworld. So, und schon sind wir back. Wo geht's zu unserem Haus? Ach, da hinten. Ich glaube, hier den kleinen Teil baue ich schon mal mit Erde zu. So, und den Rest mache ich dann in einem Video wieder. So. Damit würde ich sagen, beenden wir das Video und sehen uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.